Gladiator-Konzert, für das ich mich entschieden habe, verkörpert für mich die reine Lebensfreude, die besonders im ersten Satz sprudelt, das einfach nur so von Freude und von Energie. Und es gibt auf der einen Seite immer dieses ständige Wiederholen, also das Metrum, das extrem stabil immer bleibt. Und auf der anderen Seite irgendwo im Ausdruck auch eine große Freiheit, die also besonders auch in dem langsamen Teil gut zum Vorschein kommt. Diese Kombination von den beiden macht die Schönheit aus, finde ich. Und das Ganze immer auf eine sehr reine, pure Art und Weise, nie zu viel verschnörkelt. Auch sehr wichtig, dieses Projekt mit einem deutschen Orchester zu machen, mit einem Orchester, das sehr, sehr oft Bach schon gespielt hat, also wo man einfach merkt, dass die Bach gut kennen und wissen, worauf es bei Bach ankommt. Der letzte Teil dieses Konzertes ist dann wieder was sehr Freudiges, Lebendiges, das wieder sprudelt in alle Richtungen von Energie und Freude. Ein großer Bewunderer von Bach war ja auch Felix Mendelssohn Bartholdy. Und mit der Konzertmeisterin Olga Pack teilen wir diese Liebe zu den beiden Komponisten und haben dann beschlossen, die müssten auch zusammen in dem Projekt sein. Und Mendelssohn hat Bach enorm bewundert und seine Musik auch wieder aufleben lassen. Und deshalb war es auch wichtig für mich, dass die beiden zusammen auf einer CD sind.